Hallo, grüß euch. Ich mache heute gefüllte Kartoffeln. Ist total was Gutes. Und zwar habe ich die gekocht. Ich habe sie im Dampfgarer gemacht. Ich habe sie 40 Minuten reingelassen. Ich glaube, dass 30, 35 Minuten auch lang hatten. Aber auf jeden Fall gehen sie dann relativ leicht zum Ausstechen. Die sind jetzt gekocht. Jetzt tue ich sie halbieren. Und ich habe da so einen, ich muss den Handschuh anziehen, weil die sind noch heiß. Ich habe da so einen Parisienne-Ausstecher, so einen Kugelausstecher, der geht super gut. Und da tue ich die Kartoffel aushöhlen. Das geht echt total gut. Geht natürlich mit einem Löffel auch, aber die sind ein bisschen scharf am Rand und deshalb geht das extra gut. Da kommen auch Melonen und einfach so Zeug ausstechen. Wer öfter so Spielereien in der Küche hat oder das macht, rentiert sich das alle mal, weil die kosten jetzt nicht die Welt. So, dann tun wir die ein bisschen stampfen. Verstampfen. Das ist ein bisschen eine feine Masse, ist ganz fein, muss es nicht sein, da sind halt ein paar Brecken rein, aber ich muss sagen, es ist halt ein bisschen so cremiger, wenn man es ein bisschen stampft. Dann tun wir salzen und pfeffern. Kartoffeln kann man relativ viel salzen, nicht allein. Dann habe ich da einen Ricotta, 250 Gramm Ricotta, die tun wir da dazu. Und das tun wir jetzt einmal schön verrühren. Das ist jetzt die vegetarische Variante. Wer jetzt mag, kann natürlich auch einen Schinken oder eine Salami oder irgendwas einschneiden. Wir mögen es jetzt so vegetarisch einmal total gern. Ich muss das jetzt nicht allem haben, Schinken zeigen. Dann habe ich da Cocktailtomaten, so 14, nein, nicht Plätzchen, 12 kleine Tomaten, 10, 12 kleine Tomaten. Dann habe ich 2, 3 bisschen scharfe Pfefferoni rein tun und schwarze Oliven, da habe ich so 14 Stück. Aber das schreibe ich eh genau rein. Dann habe ich einen Petersil und einen Schnittlauch. Und das tun wir jetzt noch da drunter rein. Das ist ja für die Farben her schon einfach total schön, muss ich sagen. Und dann kosten wir mal, ob es genug gesalzen ist. Geht wunderbar. Kartoffeln und die füllen wir. Recht großzügig, damit es auch einen Geschmack hat. Ich tue die jetzt auf ein Backblech auf. Richte mir das her. Auf ein Backblech auf. Tue einen Käse drüber und du jetzt dabei das Backerl vorheizen auf 180 Grad Heißluft. Machen wir halt Heißluft, bei den Kartoffeln ist es egal. Also 180 Grad Heißluft und wenn ich die Kartoffel fertig habe, dann melde ich mich, dann tun wir miteinander noch in den Käse auf und dann tun wir ins Röhrl und fertig ist das Mittagessen. Das ist alles gewesen. Man braucht nur die Kartoffel kochen und ein bisschen schneiden. Ich mache das jetzt fertig und bin gleich wieder bei euch, gell? So schaut das jetzt aus. Ich muss euch sagen, es ist gut, wenn es unten ein bisschen wegschneidet, damit der Kartoffel gerade ist.
einfach so Ding schneiden, weil sonst bleiben sie euch nicht stehen. Und dann rinnt euch der Käse auf der Seite neu. Jetzt tun wir zusammen ein bisschen Käse drauf. Ich nehme jetzt da einen Pizzakäse, weil ich mag ganz gerne Pizzakäse. Da kann jeder nehmen, was er will. Parmesan oder ein Rassankäse, das bleibt jedem überlassen. So. Backe 180 Gramm Heißluft, 10 Minuten, Viertelstunde, fertig. Ich tue jetzt ins Backerl und wenn sie fertig sind, dann zeige ich sie euch. So schauen die fertigen Kartoffeln aus. Die waren jetzt eine Viertelstunde bei 180 Grad Heißluft im Berg. Und wir lassen uns die jetzt schmecken. Danke fürs Zuschauen, viel Dank, bis zum nächsten Video.